Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, der möchte dieses Jahr wiedergewählt werden. Für den sind diese Zahlen also äußerst relevant. Er ist jetzt bei Marion von Haaren in Berlin. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Milliardensummen sind im Gespräch für neue Infrastruktur und neue Arbeitsplätze. Aber die wichtige Frage, wann werden die Kohlekraftwerke abgeschaltet? Diese Frage ist bis jetzt unbeantwortet. Guten Morgen, Dietmar Woidke. Schönen guten Morgen. Herr Ministerpräsident, es gibt tolle Zahlen. Es soll viel Geld in die Regionen fließen. Aber können Sie uns schon sagen, wann denn das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird in Ihrer Region? Es geht ja nicht nur um die Frage eines Datums. Es geht ja darum, wie organisieren wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die deutsche Energieversorgung neu. Wir steigen in den nächsten Jahren aus der Atomenergie aus bis 2022. Wir diskutieren jetzt über Steinkohle- und Braunkohleausstieg. Und das sind immerhin 50% der deutschen Energieversorgung. Und das ist der größte Teil, der zuverlässige Teil der Energieversorgung. Die erneuerbaren Energien sind leider nach wie vor unzuverlässige Energien. Und deswegen spielt Klimaschutz eine riesengroße Rolle. Das heißt, wir wollen schrittweise aus der Kohle aussteigen. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch die Versorgungssicherheit, aber vor allen Dingen auch die Preisentwicklung im Strombereich eine Rolle spielen. Können Sie verstehen, dass Umweltschützer sagen, da sind jetzt Milliardenbeträge, die Industrie fordert 60 Milliarden im Gespräch. Aber die eigentliche Frage, warum das alles gemacht wird, nämlich der Ausstieg aus der Kohle, bleibt bisher unbeantwortet. Ja, es wird über dieses Geld merkwürdigerweise sehr viel diskutiert. Wir haben auf der anderen Seite mal eine Summe zu nennen, 25 Milliarden ungefähr pro Jahr im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, das über die Stromrechnung jeder einzelne Deutsche bezahlt. Also es sind ja Milliarden, die wir in den Energiemarkt subventionieren bzw. investieren. Und ich glaube, da ist es schon gerechtfertigt, in den Regionen zu helfen, in denen man strukturell eingreift, indem man sagt, wir wollen Strukturen verändern, Arbeitsplätze abschaffen, da muss der Bund rein. Trotzdem ist ja die Frage, man hört jetzt zum Beispiel, dass Vattenfall und BayWa, also zwei große Energieerzeuger, Ihnen anbieten, dass Sie jetzt viele Arbeitsplätze schaffen wollen mit erneuerbaren Energien. Sind das nicht tolle Vorschläge und kann man damit nicht einen großen Teil der Arbeitsplätze, die durch die Kohle wegfallen, hier wieder neu aufbauen? Also ich bin da erstmal zurückhaltend. Ich werde gerne die Gespräche führen. Mich freut jeder, der in der Lausitz oder in anderen Regionen investieren will. Aber man muss sich das Ganze natürlich in Ruhe angucken. Wir sind im Bereich der Erneuerbaren vor allen Dingen vor einer großen Herausforderung. Und das ist die Zuverlässigkeit. Brandenburg hat einen Spitzenplatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben pro Kopf und pro Hektar die größte Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland. Das wird bei dieser Diskussion übrigens häufig vergessen. Aber die Herausforderung hier ist die Zuverlässigkeit. Und wenn es dunkel draußen ist, bringt uns Solarenergie nichts. Wenn der Wind nicht weht, ist es egal, ob ich 5 Windkraftanlagen oder 50 oder 500 da stehen habe. Es dreht sich keine. Und deswegen ist diese Zuverlässigkeit Fragen der Speicherung. Das sind Fragen, mit denen wir uns in der Lausitz beschäftigen und die natürlich in Zukunft eine größere Rolle spielen müssen. Sie haben in den letzten Tagen auch erwähnt, die Strompreise. Die Frage wird natürlich auch sein, wie teuer wird es für den Endverbraucher? Die Umstellung von Kohle auf erneuerbare Energien. Haben Sie da eine Idee, wie man den Verbraucher davor schützen kann, dass er wie jetzt schon bei den neuen Energien enorm viel dazu buttern muss? Schützen ist die eine Seite. Das sind dann politische Instrumente. Da gibt es ja verschiedene Fragen, die auch diskutiert werden, Steuerfragen und ähnliches mehr. Aber ich glaube, vor allem brauchen wir eines, wir brauchen Ehrlichkeit. Wir müssen den Menschen sagen, wenn wir aus der Kohle aussteigen, es ist der günstigste Energieträger, den wir momentan im Stromnetz haben, dann ist es automatisch, dass der Strompreis steigt. Und wir müssen dann schon die Ehrlichkeit haben zu sagen, er wird auf 35, 40 oder vielleicht sogar 50 Cent steigen. Das hängt wieder von der Geschwindigkeit ab. Aber diese Ehrlichkeit vermisse ich in Teilen und ich glaube, die brauchen wir. Herr Ministerpräsident, letzte Frage. Was erwarten Sie heute ganz konkret für ein Ergebnis? Ich bin optimistisch. Ich bin dankbar, dass die Kommission in den letzten Wochen, gerade was diese Strukturfragen betrifft, sich sehr gut positioniert hat. Da gab es eine gute Entwicklung seit Dezember. Und ich hoffe, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen und dass die Bundesregierung vor allen Dingen diese Empfehlung dann übernimmt und wir gemeinsam für die Region, aber auch für die deutsche Energieversorgung und den Klimaschutz weiterkommen. Mit einem Ausstiegsdatum. Das Ausstiegsdatum wird davon abhängen, wie die Versorgungssicherheit und die Preisentwicklung im deutschen Stromnetz sich gestaltet. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident,